Ne? Und dann jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja das Problem. Was ist das? Und doch nach dem Boot, die nach fünf Legenden benannt sind. Was sind jetzt die älteren Boote hier? Die kaputten? Nee. Ah, auf dem Dach oder was? L. Noch irgendwas? Ein Dach ist ein Boot. L. Lucky? Nummer 3? Ich hab Papi Chulo. Lucky ist die 3. Warte. Papi Chulo sehe ich nicht. Was sehe ich denn das? Ich steig mal da drauf. Die 5. Papi Chulo ist die 5. Wo müssen wir das eingeben dann? Muss ich das eingeben? Ich habe keine Ahnung, hast du es aufgeschrieben? Nee. Ja, genau. Erst Nummer 1 ziehen, dann Nummer 2 ziehen. Und da stehen ja die Namen, wo du gerade drin bist. Also Papi Chulo 5. Oh, okay. Warte mal, ich schreibe es mal auf. Okay, ich hab's ja auf. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist Papi. El Lucky ist die 3 gewesen. Lucky. El Lucky. Ja, ich schreibe es bloß Lucky. So, okay. Achso, und hast du auch noch ein Boot? Das ist. Klater oder wie heißt? Wie? So, ich klicke mal hoch. Clarita. 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 Und Name? Ist die Zahl? vier. Die Nummer 1 war El Tigre del Mar. Dann haben wir jetzt 1, 3, 4 und 5 haben wir jetzt, ne? 2 und 6 fehlt noch. Nun gibt es 2 noch, ne, oder? Haben wir Ja, 6 falls es haben. keine 6 gibt, ich habe jetzt bloß 6 aufgeschrieben, also 2. Oh, hier steht auch eine 6, oder? Hier an der Hauswand. Eine Tür. Bin ich hier blöd? Vielleicht ist das die Tür, wodurch die du dann gehen musst, vielleicht. Was steht hier? Lucia Puerto. Was kann sein? Ah, da hinten ist auch noch ein Boot. Da steht ja da. Papi Chulo. Papi habe ich schon, die Papi Chulo habe ich schon. Achso, Papi Chulo hast du schon. Komm ich hier wieder raus hier? Ist ja wurscht, jetzt haben wir mal 5. Jetzt gehen wir mal da rein. Haben wir jetzt alle 5? Nein, aber jetzt haben wir. Wenn einer fehlt, dann kann es ja nur der sein, oder? Gehen wir mal da rein. Ja, nicht So. schon, ne? Also, Tigre ist die 1. Schauen wir mal. Tigre ist die 1. Dann muss die Roja theoretisch die 2 sein.
Lucky ist die 3. Und die Clarita, wo auch immer die sich befindet, wo ist sie denn? Das ist die 4. Siehst du Clarita? Nee. Muss doch hier sein. Ach, da. Wo? Oh Gott! Da. Und dann kommt Papi. Dann? Wo? Da. Rot. So, und jetzt gehen wir zu der 6 mal rüber. Zu der Tür. Verschlossen. Also, kann nicht rein. Nee, ist da nicht der Hebel oder so davor. Nö. Nö. Es hat sich ja irgendwas getan. Jetzt hat er Düdüd gemacht. Naja, ist trotzdem verschlossen. Hat ja, dass es falsch ist. Nee, das kann doch nicht falsch sein. Ja, doch. Anscheinend schon. Also, jetzt, warte mal, die Tour. So, jetzt ist es die Tour. Okay. Eins war. Wie viel gibt's denn? Warte mal, Papi Chulo gibt's, Clarita gibt's, Tigre del Mar gibt's, Roya gibt's. Ja, aber mehr gibt's ja nicht, also von dem her muss es ja so sein. Ja. Lucky. Also, erst gibt's ein Tigre. Tigre aktiviere ich jetzt. Dann kommt diese Roya. Muss ja. Ah ja, die anders geht's ja gar nicht. Dann Lucky. Dann Clarita. Clarita ist hier. Und dann Papi. Falsch. Doch, ist alles an. Nein. Das ist aber rot hier. Siehst du? Ist rot hier drüber. Also wird es falsch sein. Hä, wir können doch nicht falsch liegen. Das ist doch dumm. Hier ist die 1. Also kann er nur 1 sein. Auf dem da hinten. So, und Lucky ist die 3. Ja. Stimmt, ne? Ja. Ja. So, Papi ist die 5. Hey. Ja. Was übersehen wir? Und die Clarita ist die 4. Ja, Clarita ist hier. Wir? Stimmt, ne? Ja. Hat auch geschrieben, ne? Ja. Que vuelta. Das ist die 4, also ich begreife es jetzt nicht. Kann ja nur die 2 sein.
Aber hast du diese Roya schon mal irgendwo gesehen? Nee. Sind wir die gar nicht? Die gar nicht aktivieren? Ja, wollen wir die auslassen? Warte mal kurz. Ja? Verfluchter Eindringling, du verdienst so. Unser Land nicht. Sorry. Ups, tut mir leid. Vielleicht kann man die echt auslassen. Ich probier's jetzt einfach mal. Also, alles auf Null. Es kommt Tigre. Dann kommt. Ich lasse jetzt einfach mal aus, ja? Jo. Dann kommt Lucky. Dann kommt Clarita. Ich nehme mal denn diese Papi Chulo hier. Papi hat 5. Echt? Wo schicken die Zahlen hier dann? Da musst du aufs Dach steigen und dann musst du oben sein. Achso. Da kannst du reingucken. Ja. Nee, da geht gar nichts. Du musst alle aktivieren. Machst du hier als letztes? Ja, geht nicht. Rot. Okay, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt machen wir mal was anderes. So, ich habe nämlich da unten unter dem Häuschen habe ich einen Zettel gefunden. So, und da steht, die Reihenfolge steht, bemalt heute Abend eure Boote. El Tigre den Mal, Papi Chulo, El Lucky, Clarita und Roya. Jetzt gehst du mal rein und machst die Reihenfolge. Also anders weiß ich es jetzt auch nicht. Ist auf Null wieder alles? Ja. Okay, so, wie heißt das? El Tigre. El Tigre. Ja? Papi Chulo. Papi. Am Eingang rechts. Eingang rechts. Hab ich. Lucky ist links. Lucky. Links, rechts. Ja, die Delay halt. Dann kommt Clarita. Clarita. Dann nur noch Roya. Ja, ist auf. Bescheuert. Ist auf. Also waren die Zahlen völlig für den Arsch. Ja. Das ist immer gut, wenn es voll auf unserer Seite ist. Aber die Zettel, Dünn. Einfach die Zettel auf. Lesen. Die Rätsel. Neue Waffen verfügbar. Was hat denn für ein Gewehr? Shopping! Shopping! Okay, hübsch, hübsch. Tschüss, ich bleib hier im Fischerdorf. Ich lebe jetzt hier. Okay. Ich werde jetzt Fischer. Ich werde jetzt Fischer. Huch, hallo. Hallo.
Ja? Machen wir gleich. Binga. Wir gehen uns gleich zur Kenntnis. Ja, wir stellen uns gleich vor. Sehr schön. Zwei Aufgaben. Oh. Inferno. Feuerteufel. Na echt, ne? Jetzt bist du der Feuerteufel hier. Nicht ich. Ja. Mohaha. Mohaha. So, wo geht's hin? Was denn? Du bist der Flieger. Ja, du bist der Magier, du bist mein Navi. Okay, warte, Moment. Geister. Ja. Ein Rennen. Oh, Blitz. Hast du gesehen? Ja. Das ist ein Blitzeinschlag. Ui. Geil. So einen Sturm habe ich hier noch nicht gesehen, ne? So ein Sturm. So ein Tornado. Rechts mit dem Kreuzen oder so. Kann man nicht sehen. Was ist da los? Ach, jetzt hat er. Okay. Jetzt wieder abdrehen. Was ist das? Okay, gehört zu uns, glaube ich, ne? Oh, hat doch viel aus dem Ding. Hä? Oh. Ich wollte Kanister nehmen. Ey. Ich wollte nicht starten. Ich wollte nur den Kanister aufheben.
Mein Gott! Ich hab die Eck nicht erwischt. Nicht ganz. Aber wenn mein SUV irgendwann ausgedient hat, machen wir das auch, ne? Na jetzt komm, der PS wäre noch nicht schlechter. Ja, also hoch kommt das schlecht, ne? Alter Diesel hier. Aber wer legt mir noch keine Palme im Weg? Boah, es hat ja einmal Rückfall hier. Auf jeden Fall. Habe ich nie bezweifelt, Dani, mi amor. Ruf einfach an, wenn du noch ein Rennen fahren willst. Na, nice. Das war witzig. Ja. Da ist der clever Song. Gleich was zum Ärger machen. Nice. Das Schiff oder was, ne? Da ist ein Informant. Clara, ich bin an einer Art Schiffsabwrackstation in den Robusta-Zügeln. Ach, da bist du. Castillos Leute verschrotten dort alte Kriegsschiffe. Sieh nach, ob es einen alten Bordcomputer gibt und lade so viel wie möglich runter. Jede Info ist eine gute Info. Bordcomputer, alles klar. Ich sehe ihn schon. Hey, na, Süße? Ist öfter hier? Hey. Hallo. Wo ist meine Waffe? Also flirten kann ich, ne? Ja, das hast du drauf, auf jeden Fall. Ja. Flirten kann ich. Immer wenn ich versuche, zum Voraus zu flirten. Alarm, Belästigung! Ja, aber für die Rennen, ne? Ja. Ob das so beabsichtigt ist? Ich weiß es ja nicht.
Und ich wollte nur mit der netten Dame ein bisschen rumflirten, weißt du? Und direkt Alarm, wir werden angegriffen, bringt ihn um. Kommt da eine Granate geflogen. Ja, dann hilft doch kein Arschop her. Eieieiei. Ja? Du schaust einfach angsteinflößend aus. Schaust einfach angsteinflößend aus. Das ist das Problem. Dein Bart einfach. Nee. Ja, furchtbar, ne? Da krieg ich mal Angst. Und direkt Attentäter, weißt du, so ein Ding ist das, weißt du? Ja. Attentäter-Vibes. Ja. Ich hab kein Geld. Alles verkaufen. Wir müssen viel mehr Tiere jagen, merke ich. Ja. Aber die süßen Tierchen. Ach, ich verkaufe jetzt einfach Medikamente, Schrott. Gar nicht geil, weil dann kann ich nichts aufpäppeln, aber hole ich mir hier wieder. Ja, verkauf du mal alles. Das ist doch ein Hinterhalt. Sollen wir den machen? Ja, warte gleich. Oh, eine große böse Guerriera. Ich habe noch mehr Infos für dich. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Danke, danke. Schlüssel nehmen, den Impuls aus der Gegner umwirft, Sicherheitssysteme ausschaltet und dich. Kämpfe für viel Leben dich selbst wieder und halte dich mit einem verbündeten Schein über eine gewisse Zeit hinweg. Gesundheit und Geschwindigkeit steigerst und Machetenkills auf beliebige Gegner ausführen kannst. Oh, da sind vorher ganz schöne nette Packs dabei, gell? Ja, Uran muss weg. Dann wird sonst schlecht. Wie gesagt, dass es noch schlecht wird. Denke ich mir. Also, ich will ja eh alles kaufen. Irgendwie muss man ja anfangen. Ja, stimmt. Ubisoft-Level-Aufstieg. Yay. Yay. Was kann ich damit machen? Löscht. Nix, wahrscheinlich. Was hast du? Dani, wir brauchen dein Talent beim Zerstören von Kontrollpunkten. Wir haben die Info bekommen. Ja, das ist ein Kontrollpunkt. Ja, perfekt. So. Denken Sie auch.